Willkommen zurück hier zu Shovel Knight. Im neuen Jahr. Frohes neues Jahr euch allen. Die erste Aufnahme dieses Jahr. Und, Moment. Was tue ich hier? Wow! Moment. Was? Nein! Nein! Achso, ich muss fallen. Ja dann. Dann ist ja alles gut. Okay, und jetzt? Ah! Das ist ja wie... Ah! Das erinnert mich definitiv an Zelda. Dankeschön. Da gibt es ja auch diese Räume, wo dann die Blöcke auf einen zukommen. Wenn auch in einer etwas anderen Perspektive. Okay. Reinjump. Gegner? Ich weiß es nicht. Wow! Was ist das denn? Ach, ich kann da auch nach links wieder. Okay. Ah, ich hätte wohl einfach... Nee. Hä? Was gibt's hier alles? Muss ich da nach links? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, wo das hinführt. Normalerweise geht die Levels ja nach rechts. Nicht nach links. Boah. 1, 2, 3, 4, 5 Notenblätter. Jede Menge Geld, eine Runde Heilung und etwas zum Angeln. Da bin ich ja mal gespannt, was ich hier finde. Ein Abfisch! Warte, hüte deine Gabel, Ritter. Ich habe Geschenke vom Abfischkönig dabei. Aber ich kann leider nicht mehr tragen. Komm wieder zu mir, wenn du einen Kelch übrig hast. Ja, ich war zwischendurch beim Abfischkönig und habe meine Tränke gefüllt. Oder war es letztes Mal schon? Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der Aufnahme gemacht habe oder offscreen. Aber das war eine sinnvolle Sache. Tränke zu füllen. Okay, bin ich wieder sicher, ne? Ja. Ich mag ja sowas überhaupt nicht. Solche Stellen. Weil ich würde gerne einfach schnell durch. Das Problem ist nur, ich kann hier nicht schnell durch. Weil ich den Boden nicht sehe. Ohne Fehler zu machen, ohne zu sterben. Und nicht sterben ist wichtiger als schnell durch. Hallo. Okay. Und hier? Was? Blind Jump? Ich kann ja fliegen zur Not. What? Spiel, das ist nicht cool. Das ist gar nicht cool. Ich trau dir nicht. Ich gehe hier nicht schneller. Vergiss es. Nein, ich laufe hier nicht schneller. Vertrau dir nicht. Ich könnte springen und dann nach links fliegen. Bei der Fälle. Falls der Lücke kommt. Jetzt ist bestimmt hier eine Lücke, oder? Nee. Wow. Aber hier ist eine Lücke, oder? Nein, auch nicht. Okay. Okay. Ach, guck mal. Ah, die Verzauberin. Wunderschöne Nacht, nicht wahr? Shield Knight, komm mit mir, lass uns von hier verschwinden. Wie erbärmlich, falsche Hoffnungen zu hegen, Geistern nachzulaufen. Oh Gott, ich muss aufhören, meine Stimme zu verstellen. Du bist also hier, um mich zu töten, Ritter, um deine Liebste zu rächen. Stimmt. Schau mir in die Augen, Kleiner, wie ich mich fürchte. Sieh, wie ich mich verberge, wenn du eine Klinge ziehst. Ich habe keine Klinge, ich habe eine Schaufel. Ich brauche keine Klinge, siehste? Ich brauche keine Klinge, um gegen das Böse zu kämpfen. Shield Knight, du bist nicht auf ewig verloren. Schau mir in die Augen, wie ich mich fürchte. Sehe, wie ich mich verbergen, wenn deine Klinge ziehst. Ich habe doch keine Klinge. Tanzen wir zusammen in den Abgrund. In deinen Abgrund, Milady. So, wie mache ich die? Ich weiß es nicht. Damit vielleicht. Ah! Das ist ja gemein. Nein! Nicht den Boden! Junge, nicht den Boden! Nicht den Boden! Nur die Dame! Oh, Mann! So. Hä? Was? Was? Nein, nicht den... Ups. Da mache ich dir Schaden. Sehr gut. Jetzt kann man jetzt sehr... Wow! Da hast du wieder Schaden. Oh Mann. Ah, da kommt wieder Boden her. Immerhin. Moment, ich brauche Mana. Und ich brauche Leben. Auch nicht, die so ein bisschen mehr zu haben davon.
Bam! Nein! Bam! Kostet zwar viel Mana, aber hey, ich hab's ja. Ach, verdammt. Meinen letzten Trank. Nein! Warum was? Nein! Wie gemein. Aber das scheint zu funktionieren mit dem Horn. Ich glaube, das benutze ich gegen die. Oder haben die grünen Bälle am Anfang getroffen? Wie oft kann ich das einsetzen? 7 Mal. Und dann habe ich noch 10 Mana übrig. Das reicht nicht für 2 Bälle, aber es reicht für 2 Feuerbälle. Egal, ich bleibe erstmal bei dem Horn. Das Geld ist jetzt gerade auch egal. Ich bin ja schon voller Ausrüstung. Kann ich die eigentlich... Ja, ich kann die zurückschleudern. Oh, jetzt komm her, Mädel. Geht doch. Verdammt! Ah, das trifft auch. Das trifft natürlich auch. So, jetzt auch. Ach, verdammt. Das hätte ich mal besser wieder aufgefüllt. Ah, klasse. Ich fürchte, ich muss da nochmal kurz zum Abfischkönig. Oh, Mädel! Okay, so wird das nichts. Nip, 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 nip. Das wird so nix. Ich muss mal eben kurz zum... nee, zum Karte will ich. Ich muss mal eben hier kurz... wieder meine Kelche auffüllen. Hä? Jetzt sind die wieder voll, oder was? Okay, was? Das verstehe ich jetzt nicht. Wird alles resettet, wenn ich den Level manuell verlasse, oder wie? Das ist ja gut zu wissen. Schön, dass ich das Ganze am Ende rausfinde. Für Schaufälligkeit. So, wenn mich alles täuscht, müsste das hier genauso funktionieren. Yep. Da explodiert einfach alles. Ich frage mich, ob hier auch... Nein, hier nicht. Natürlich nicht. Ah, keinen Schaden nehmen. Keinen Schaden nehmen. Ups. Ah! Ich sagte, keinen Schaden nehmen, nicht Schaden nehmen. Ah! Naja, was soll's. Ich könnte jetzt wieder nach links mich heilen. Ach, wisst ihr was? Wegen dem einen Punkt. Andererseits, die ganzen Notenblätter, ne? Ach nee, komm, ist doch egal. Ja. So. Ui, das war knapp. Hier war es, glaube ich, auch sicher, genau. So, ich hab schon verkauft, wie ich mich gleich heilen werde. Der Witz ist ja, bei diesem Checkpoint, wenn ich sterbe, komme ich wieder mit vollem Leben und vollem Mana. Das heißt, ich mache jetzt hier einfach den hier. Das ist die einfachste Möglichkeit, mich jetzt schnell zu heilen, ohne meine Tränke zu verschwenden. Boah, dauert das lange. So, jetzt aber. Genau. Wie gesagt, das Geld brauche ich nicht. Ich bin voll ausgerüstet. Ich habe alles. Ich habe eine Rüstung, ich habe eine Schaufel. Was da will ich? So, meine Dame, dann kommen Sie mal her. Schauen Sie mal, was ich mitgebracht habe. Ich habe ja ein tolles Horn. Ach, das waren Kerzen, die sie vorhin ausgepustet hat. Habe ich gar nicht gesehen vorhin. So, komm her. Und ich weiß, dass du gleich rechts unten sein wirst. Und dann kriegst du schon mal 2 Feuerbälle ab. Ey! So haben wir nicht gewettet. Na, komm her. Na, komm her. Ah, da hast du Schaden gekriegt, was? Da wieder. Da nochmal. Da nochmal. Da nochmal. Und da ein letztes Mal. Jetzt muss ich aufpassen, damit ich nicht hier hinunterfalle irgendwie. Das hat auch getroffen. Sehr gut. Auch das hat getroffen. Ui, gut, dass du mich gerade vom Abgrund weggeschubst hast. Vielen Dank dafür. Das ist böse. Ach ne, das gibt ja wieder neuen Boden. Das ist gut. Das macht aber, glaube ich, Schaden. Wenn es mich trifft. So, ich hau nochmal
Was kann ich mit 10 Mana alles machen? Ich kurz verwundbar machen. Ja, komm, zwei Feuerbälle. Nicht, dass sie treffen würden. Aber hey, ich muss sie nur noch 4-mal treffen. 3-mal, 2-mal. 1-mal. Verdammt. Na los, komm her. Nein! So, jetzt hab ich dich. Wehe, das war nur die erste Phase des Kampfes. Ich habe gerade meine stärkste Waffe. Wie oft benutzt? Keine Ahnung. Viel zu oft. Ach, du bist die Verzauberin, oder was? Will ich die wirklich fangen? Das ist die böse Verzauberin. Ach, das ist Shield Knight? Du hast mich aufgefangen. Hätte ich das nur gewusst, wäre ich eher gekommen. Du wusstest, dass ich noch da bin, obwohl es hoffnungslos schien. Du hast mich niemals aufgegeben. Ich würde dich niemals aufgeben. Ich würde dir bis ans Ende der Welt folgen. Offenbar hast du das schon. Was ist das? Oh nein! Als das Amulett zerschmettert wurde, drang die Magie in seinem Inneren heraus. Sie sammelt sich bereits. Sie wird entweichen und überall Chaos verbreiten. Es sei denn, wir halten sie auf. Es sei denn, wir halten sie auf! Wir können sie endgültig vernichten. Hier und jetzt. Doch wir sind beide durch den Kampf geschwächt. Ich war noch nie so bereit wie jetzt. Komm schon, Shovel Knight, kämpfen wir zusammen, wie früher. Und jetzt bleib bei mir. Ah, verdammt, sie kommt nochmal. Ach, Mist. Okay, ich bin nur entweder voll geheilt. Die grünen Bälle werden hier nutzlos sein mit dem unebenen Boden. Der Boden scheint stabil, deswegen brauche ich Fliegen nicht. Das braucht mir diesmal zu viel Mana. Entweder nehme ich den oder den. Ich nehme mal den Feuerball. Okay. Was? Ja, hier außen bin ich sicher, ne? Was? Ach, du hebst mich hoch, oder wie? Okay, was? Ach, da bin ich voll rein. Ja, dann lass mich doch halt mal hoch. Weißt du? Ja, dann lass mich doch. Achso, du schielst mich. Ja, aber wie mache ich ihr denn jetzt Schaden? Vielleicht damit? Irgendwie nicht so, ne? Muss ich vielleicht ihre eigenen Bälle irgendwie. Nee, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich ihr Schaden machen soll. Was? Okay. Aber das kann es doch jetzt nicht sein. Das kann ich ja nur so oft einsetzen. Und ich bin ja quasi schon tot. Ich versteh's nicht. Was soll ich hier tun? Vielleicht einfach dagegenhauen? Nö, das klappt irgendwie auch nicht. Hä? Was zur Hölle? Wie kann ich ihr denn bitte da Schaden machen? Ich verstehe das nicht. Am Schwanz unten wohl kaum, oder? Sie ist unverwundbar, ich kann nichts tun, außer das hier. Ich schau mal, wo sie ihre Schwachstelle hat. Ich meine, es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, sie zu treffen, oder? Vielleicht nur eine bestimmte Phase? So nach dem Schießen oder so? Nein, ich kann ihr hier keinen Schaden machen. Ich kann ihr während sie schießt keinen Schaden machen. Ich kann ihr danach keinen Schaden machen. Was zur Hölle? Ich versteh's nicht. Wie kann ich der bitte Schaden zufügen? Also, na gut. Sagen wir es mal so, der Anker funktioniert nicht. Vielleicht funktioniert es ja damit. Nein. Dann wie wär's damit? Feuerbälle. Nein. Wir fliegen einfach nur durch, ne? Da ist keine Hitbox. Könnte es mit Geld versuchen, was totaler Unsinn wäre. Heldentat vollbracht, was ist Reliktor? Hä? Was auch immer. Angeln wird wohl nichts bringen. Vielleicht auch die Grünbälle? Nee, ne? Nö, die machen auch keinen Schaden. Ich könnte es vielleicht anfliegen, aber nö, das lege ich nur an meinen Kollegen dran. Das habe ich schon alles versucht. Ja, dann, die Schaufel funktioniert nicht, ich könnte angeln.
Ja. Funktioniert auch nicht. Tja, ne? Dann hätte ich eigentlich nur das Horn. Das ich halt leider nur dreimal einsetzen kann. Oder siebenmal, wenn ich neu anfange. Aber ich kann der Dame halt irgendwie keinen Schaden zufügen. Was ich halt schon ein bisschen dämlich finde, ehrlich gesagt. Mach das doch mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So. Und jetzt gehe ich mal in Sicherheit. Vielleicht muss ich einfach nur die Phasen abwarten. Das könnte ja sein. Ich glaube nicht, dass ich da hoch muss. Auf Hieldline drauf. Das wäre ja Unsinn. Da komme ich ja nicht hin. Was muss ich denn hier tun? Ich verstehe es nicht. Ich komme da ja nicht hoch. Was? Nein, das geht nicht. Ja, ne? Ich komm da nicht hoch. Was zur Hölle muss ich hier tun? Muss ich ihre eigenen Schüsse auf sie zurückwerfen? Nee, die gehen doch kaputt, oder? So viel dazu. Nee, die gehen einfach nur kaputt. Ich hab alle Relikte ausprobiert. Ich krieg sie so nicht. Ich muss vielleicht nicht irgendwie hier hochkommen zu ihrem Kopf. Komm schon, Cheatnight. Jetzt nehme ich mal mit hoch. Ich sagte, nehme ich mit hoch. Oh, komm schon. Ja, ne, danke, dass du auf mich wartest und das ankündigst. Mann, hier nur. Andererseits, da komme ich auch nicht hoch. Ja, toll. Gut gemacht. Ist wieder hier rüber? Ne, auch selbst das klappt nicht. Da bin ich gerade rechtzeitig gesprungen. Ob das halt nicht funktioniert? Nee, da bin ich echt überfragt. Ich meine, ich könnte es wieder mit dem Horn machen. Aber das kann ich am besten mal einsetzen. Dann mache ich halt 3,5 Punkte Schaden. Wie viele Lebenspunkte hat sie? 1, 2, 3, 10. Das heißt, ich müsste meine kompletten Hornladungen wieder auf sie draufhauen. So wie in der ersten Kampfphase. Ich meine, über das 3,5 habe ich so. Dann hatte ich hier nochmal 3,5, wenn sie. Und dann nochmal 3,5 macht 10. Das heißt, in der ersten Kampfphase würde ich nur das Mana verwenden, das ich habe. Das ist vielleicht das Horn dann doch die falsche Wahl. Andererseits sehe ich gerade nicht, wie ich hier sonst irgendwas erledigen soll. Das hier habe ich noch nicht ausprobiert, ne? Damit vielleicht. Vielleicht komme ich damit dann ja hoch. Ich probiere das mal eben aus. Und wenn ich dann oben bin, dann werde ich. Keine Ahnung, einfach direkt kämpfen. Nein, nicht fahren! Ah. So, jetzt bleib halt mal kurz oben. Ah! Bleib doch mal kurz oben! Das gibt's doch nicht! Aber reicht das? Reicht das? Ich weiß es nicht. Ich probier's mal aus. Vielleicht reicht es ja. Bist du hochspringen? Du bist rechts hochspringen. Nein, ich komme da nicht hoch. Großartig Spiel. Das finde ich richtig klasse, dass ich hier überhaupt keine Chance habe, irgendwas zu tun. Muss ich vielleicht den Boden zerstören? Muss ich nach rechts aus dem Bild raus? Nein. Muss ich vielleicht nach links aus dem Bild raus? Nein. Kann ich vielleicht. Nee, da ist nichts. Ich kann ja nichts tun. Normales Schaufeln bringt auch nichts.
Hände, hm? So wie es aussieht. Mach ich Zauber, aber nö. Nö. Ich habe keine Ahnung, was ich hier verdammt mal tun soll, um ehrlich zu sein. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es in den Kommentar. Ansonsten bleibe ich dabei, bis auf das hier. Wobei das lustigerweise ja Schaden macht, auch wenn ich... Nee, unten nicht, okay. Was muss ich denn treffen? Ihren Kopf? Ah, okay, ich muss also doch ihren Kopf treffen. Nur wenn ich ihren Kopf treffe, macht das vorhin Schaden. Aber wie treffe ich ihren Kopf? Und mit dem Anker habe ich es ja schon gemacht. Ne? Das trifft zwar, aber das macht halt keinen Schaden. Moment. Ich probiere das nochmal, ob ich nicht mit dem Anker von oben den Kopf treffen kann. Mach mich mal bitte eben tot, damit ich wieder Mana habe. Siehst du, wenn ich getroffen werden will, dann klappt's nicht. So, geht doch. Weil den Anker kann ich deutlich öfter machen als mein Horn. Vielleicht reicht es ja jetzt schon aus. So, das müsste ich gerne wieder. Nein, nein, nein und nein. Nope. Netter Versuch, aber funktioniert leider nicht. Ach ja, vielleicht eine Mischung aus den beiden, wenn ich noch ein bisschen höher springe. Nein, selbst wenn ich von oben treffe, mache ich keinen Schaden. Das ist ja großartig. Ich liebe das. Nicht. Nee, also ehrlich, was zur Hölle? Ich habe keine Ahnung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich werde mal das Internet befragen. Vielleicht weiß das ja etwas. Oder vielleicht schreibt ihr einen Kommentar. Vielleicht steht da was drin. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Wenn ich hoffentlich die Verzauberin zum endgültigen Mal besiegen werde. Moment, ein letzter Versuch, ob ich nicht doch aufs Schild drauf kann. Für viel Zeit. Das wird hier wohl doch irgendwie vielleicht zu schaffen sein. Ah, komm schon. Wo willst du hochspringen? Rechts oder links? Rechts, ja. Toll, danke. Okay, weißt du was? Das machen wir nochmal von vorne. Ich weiß jetzt, du willst zweimal rechts springen. So, töte mich. Danach bist du links hochspringen, okay? So, töte mich mal. Und dann ein letzter Versuch für heute. Ein letzter Versuch. Vielleicht klappt das ja. Hier möchte ich sein. Ah, jetzt springst du links? Was? Warum springst du jetzt links? Oh, komm schon! Was? Moment, aber danach wirst du hier rüberkommen, ne? Jetzt machst du das hier! Was? Warum? Warum? Gib mir doch eine Chance! Nee, alles klar. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.